Wenden im Spielaufbau 6. In dieser Übung lernen die Spieler in vollem Tempo in das Anspiel zu gehen und dabei trotzdem die Kontrolle über den Ball zu behalten. Zusätzlich trainieren wir die Wenden mit anschließendem Passspiel. Dazu benötigen wir ein Hütchenquadrat von ca. 15 Metern Seitenlänge und 6 Spieler. Verteilen Sie 2 Spieler an die gegenüberliegenden Stationen und jeweils einen an die anderen beiden Stationen. Die beiden Ballführenden dribbeln im Tempo in das Zentrum des Quadrats, führen die Wände abkappen mit jeweils dem starken Fuß durch und spielen den nächsten Spieler den Ball in den Lauf. Dieser geht in vollem Tempo in den Ball hinein und führt anschließend dieselbe Wende durch. Nun führen die Spieler eine Sohlenwende mit dem rechten Fuß nach innen durch. Und nun die Wände abkappen nach innen.